Ramos erstmal rein für Las Soccer. So, nächster Verletzte. Eieieiei. Aber wir haben eine gute Form, muss man ganz ehrlich sagen hier. Bis auf vielleicht Lel, aber sonst überall über 10 und Ebert noch. Aber das kriegen wir hin. Das schaffen wir auf jeden Fall. Und hoffen, dass wir auswärts in Dortmund, was natürlich extrem schwierig wird, einen Punkt mitzunehmen. Ganz, ganz klar. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal eben rein ins Merchandising. Da haben wir letztes Mal mal auch kurz reingeguckt. Aber da war noch alles voll. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, wir gehen weiter. Und dann möchte ich nämlich auch nochmal ganz kurz wo reingucken. So, Transfers der Woche. Das eigentlich nicht, aber schauen wir natürlich auch rein. Yossi Benaoun von Chelsea zu den Glasgow Rangers. Marco Russ zum 1. FC Köln. Okay, gibt's sonst noch irgendwas Besonderes? Nee, okay. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal eben rein. Jetzt dürften gleich die ersten Verletzten zurückkommen. Was natürlich von Vorteil wäre. Vor allem mein Alex Esmann, glaube ich, kommt zurück. Das wäre schon mal nicht schlecht. So, da haben wir es. Unsere D-Junioren gewinnen 2-0 gegen Stuttgart. Ebenfalls ein Sieg, sehr schön, gegen die Stuttgarter. Lustenberger erhöhen wir mal die Trainingsziele um 5, jawohl. Und Sebastian Battaglia verlängert seinen Vertrag bei Florenz. Stimmt, da war auch mal was, den hatten wir auch mal im Blickfeld. Ich speichere mal eben. Aber den hatten wir auch mal kurz zum Überlegen. Ich glaube, da haben wir dann Borschuk aber genommen. So war es, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, ich wollte noch was gucken. Genau, die Verträge wollte ich noch gucken. Und zwar, ob einer ausläuft. Jetzt hängt es gerade ein bisschen so. Diese Saison läuft keiner aus, das ist schon mal gut. Zweite Mannschaft, da laufen ein paar aus. Auch von einem Sascha Burchert. Auch von einem Sascha Burchert läuft der Vertrag aus. Das sollten wir mal reagieren, hätte ich gesagt. Aber mal schnellstens, oder? Vertragsende Jahr 2013, stimmt. Okay, jetzt sortieren wir nach Stärke. Sascha Burchert, ja, wir gehen nochmal rein in die zweite Mannschaft. Ja, also den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, ne? Den guten. Dann machen wir das mal schnell und versuchen ihn hier zu behalten. In Berlin. Mal gucken. Oder wollte ich da? Was wollte ich jetzt gucken? Ach ja, wie lange schon bei uns ist sowas. Details, Stationen. Genau, seit 2005. Er ist nämlich noch seit Anfang an bei uns dabei. Deswegen erst recht für ihn ein neuer Vertrag. Macht keinen Hehl daraus, dass er eine Vertragsverlängerung nicht abgeneigt wäre. Er fühlt sich wohl, das ist gut. Will nicht allzu viel Hoffnung machen, mindestens 3 Jahre. Okay, sollten wir hinbekommen. 3 Jahre ist in Ordnung. Ich möchte, dass du auch mal in der Reserve spielst. Ganz klar, sehr schön. Da können wir noch ein bisschen runtergehen auf 150.000 und gucken mal, was wir hier noch haben. Ja, ich denke mal, das kann man so lassen, ne? Das kann man so lassen, okay. Würde ich mal sagen, Angebot unterbreiten, der wir sogar weniger als letztes Jahr. Sehr geil. Sparen wir noch was. Ihr Präsidium wird keinen Vertrag genehmigen, in dem die Bonuszahlungen höher als das Jahresgehalt liegen. Okay. Dann haben wir mal hier auf. So, aber wird immer noch nicht funktionieren. Doch, funktioniert. Sehr schön. Okay. Okay, wie geil ist das denn? Das hatte ich auch noch nie. Diesen Bildschirm. Okay, Esmann ist wieder fit. Sehr schön. Und was haben wir denn hier? Oh, oh, oh. Halbfinale Champions League. Barca gewinnt 3-0 gegen Sevilla im spanischen Duell. Und Real 1-0 gegen Milan. Also momentan läuft alles auf einen Klassiko hinaus zwischen Barca und Real. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo das Finale ist. Dürfte dann aber angezeigt werden. So, was haben wir hier? Oh, mein lieber Euroleague. Halbfinale. Udinese Calcio gewinnt 4-1 gegen Hamburg und Arsenal 4-1 gegen Villarreal. Da scheint schon alles gelaufen zu sein. Schade, schade, dass der HSV hier nicht mehr reisen konnte. Würde bedeuten, Udinese Calcio gegen Arsenal London. Auch ein ziemlich geiles Finale, aber natürlich hätten wir lieber zum einen Hamburg dabei gehabt und zum anderen tränt dann natürlich unser Auge, dass wir nicht mehr mit dabei sind. Aber gut, wir haben uns so weit hoch gekämpft. Ups, meine Stimme. Da muss man wirklich sagen, das war eine bombastische Leistung. Und das war eigentlich so nicht zu erwarten. Wir gehen mal rein, jetzt aufgepasst. Leverkusen ist hier, Bremen müssen wir gucken, Leverkusen, Bremen und Hamburg vielleicht, falls die noch abrutschen, ist aber gar nicht dabei. Okay, Leverkusen, Bremen, beide mit eher leichten Gegnern, wenn wir uns mal angucken, 2 rote, 2 gelbe und grünen, da haben die überhaupt nichts Rotes, die Guten. Eieiei, wir können höchstens hoffen, dass die Bayern
gegen Gladbach verlieren. Denn die Gladbacher wollen sicherlich auch noch hoch. Dann hätten die Bayern eine schlechtere Moral fürs nächste Spiel. Aber damit, glaube ich, kann man erstmal nicht rechnen. So, aufgepasst! Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin. Ausverkaufte Hütte, natürlich bei den Dortmundern. Ganz, ganz klar. Bremen spielt gegen Leverkusen. Wie geil ist das denn? Direktes Duell. Aber wir spielen gegen Dortmund. Also wir müssen punkten. Das wäre richtig stark. Das wäre richtig, richtig gut. Aber das wird natürlich auch richtig schwer, mein Lieber, mein Lieber. So, wir gehen mal rein. Wir spielen in Dortmund ein bisschen tiefer und versuchen über Konter zu kommen. Denn anders hat das, glaube ich, keinen Sinn gegen starke, starke Dortmunder, wenn wir uns mal den Vergleich angucken. Ja, hört mir auf. Kagawa, Bender, Rolfes, Götze, Großkreuz, Hummels, Subotic, Weidenfeld. Also die sind stark besetzt. Vorne aber drin, aber nur Voronin, der vielleicht ein bisschen langsam ist. Das könnte gut sein. Wo haben wir es denn? Schnelligkeit eine 79. Okay, auf jeden Fall nicht einer seiner Top-Werte. Und Kopfballduell kann er auch nicht so. Aber gut, da hätten wir eh Großer gehabt. Ich frage mich gerade, ob wir einen Kagawa aus dem Spiel nehmen sollen. Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Dann schauen wir mal, Fritz, ich kann mir nie merken, wer hier die bessere, wie heißt's? Manndeckung hat 75, Fritz. Und Borschuk, Manndeckung 81, okay. Ey, wo hat denn der sich schon überall verbessert in der Saison? Genial. Okay, was haben wir denn? Dann könnte ich mal gucken, dass wir ihm gleich noch was eintrichtern. Genius, okay, dass er in manchen Situationen einfach ein bisschen besser agieren kann. So, Kagawa wird gedeckt. Okay, dann gehen wir nochmal rein in die Laufwege. Da müssen wir nämlich jetzt wirklich aufpassen, denn das ist wirklich, könnte ein entscheidendes Spiel werden. Zumindest ein mitentscheidendes. Es beginnen ja jetzt so langsam, aber sicher die Wochen der Entscheidung. Wenn man reinguckt, wir haben jetzt den 30. Spieltag. Lange ist nicht mehr Zeit, um noch was zu reißen. Aber gut, das packen wir schon irgendwie. Daumen drücken und dann geht das schon. So, das hätten wir. Dann würde ich sagen, Teamführung, können wir da nochmal was machen? Nee, können wir erstmal nichts machen. Dann eben speichern. Und dann gehen wir rein mit einem schönen Lied, mit einem Ohrwurm, in die Begegnung gegen Dortmund am 30. Spieltag. Eieiei, okay, Textmodus, ganz klar. Die Dortmunder mit einer Stärke von 882. Wir mit einer 825. Ist ja auch nicht schlecht, aber wenn man das so im Vergleich sieht, mein Lieber. Okay, nix hier rein. Und damit also willkommen mit Jump hier am 30. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund, der momentane Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga gegen unsere Hertha in Berlin. Und es gibt gleich mal einen Elfmeter nach 2 Minuten. Roman Hubnik hatte Shinji Kagawa im Strafraum niedergerungen. Strafstoß kann man gegen Rolfes hält den Kopf gesenkt. Komm schon, Kraft läuft an. 1-0. Extrem schlechter Start für uns. Die Dortmunder führen nach 2 Minuten durch den Elfertreffer von Simon Rolfes mit 1-0. Und damit ist schon mal unsere gesamte Taktik über den Haufen geworfen, nämlich möglichst lange 0-0 halten. Ja, und dadurch versuchen dann letztendlich irgendwie durch einen Konter zur Führung zu gelangen. Aufgepasst, 5. Minute, nächste Chance, Götze. Das geht so nicht. Gleich mal reinhauen auf 5 Minuten, schaut euch das an, alles gelb hier, was da gerade abgeht. Guter Freistoß, 11 Meter, dann noch hier das Foul von Borschuk, das zum Elfmeter geführt hat. Läuft nicht so richtig rund, 10. Minute, aufgepasst, wieder die Dortmunder, nächste Chance. Riesenchance für Dortmund. Heieiei, da wäre es ja jetzt schon fast vorbei gewesen. Erneut gute Torschuss für Dortmund. Großkreuz zieht von der linken Seite zur Strafraumgrenze und hält drauf. Sein Schuss wird von Roman Hubnik noch abgelenkt und geht rechts am Tor vorbei. Ecke, Voronin, Götze und Voronin sind da irgendwie in der Mitte. Beziehungsweise Voronin bringt sie und Götze ist in der Mitte, aber Stocker kann sich durchsetzen. Ja, wir haben ja gewusst, dass das Spiel extrem schwierig wird. Aber dass wir so blöd reinstarten, ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Die Dortmunder sind klar die bessere Mannschaft. Ganz, ganz klar. 15. Minute, nächste Chance für Dortmund. Heieieiei. Nächste Riesenchance für die Dortmunder. Wir gehen mal rein. Statistik, ja. Dortmund mit 2 Großchancen, einer mittleren und 2 kleineren. Mit 66% Ballbesitz. Die dominieren uns hier richtig. Nächste Chance, 23. Minute. Gute Chance, jetzt wird's fallen. Glanzparadekraft, na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Aber unsere Jungs sind auch nicht auf der Höhe. Nicht mal unsere Abwehr wie sonst. Lell mit einer 2-5, Franz mit einer 1-0. Aber Hubnik und Oczipka mit einer 5 und mit einer 4. Das ist nicht gut, beziehungsweise nicht gut genug. Auf gar keinen Fall hier gegen die Dortmunder. Wir müssen auch mal gucken, der Gegner
Kacke, aber mit einer 1-0, also. Es ist natürlich klar gewesen, dass du so einen Spieler nicht komplett aus der Begegnung nehmen kannst, ganz, ganz klar. Aber Borsuk kommt da gar nicht richtig ran an den Mann mit einer 5-0 momentan. Nächste Chance Dortmund, 29. Ey, die spielen ja nur hier. Schaut euch das an. Das ist ja pure, ja, Fußballdemonstration. Pures Können, was die Dortmunder uns da zeigen. Und da sieht man auch nochmal so ein bisschen, ja, dass man da noch lange nicht angekommen ist mit der Hertha. Dass man gegen solche Gegner immer das Nachsehen hat. Und dass man da genauso viel Glück braucht, wie ein 1. FC Nürnberg, wie eine Spielvereinigung Greuther Fürth, um gegen solche Mannschaften zu gewinnen. Weil man da einfach, ja, nicht die Stärke hat, um da mitzuhalten. Aber gut, mal schauen, ob wir uns mit dem 1-0 in die Halbzeit retten können. Denn 2-0, denke ich, wäre schon fast die Entscheidung, außer hier geschehen noch Wunder. Die erste Chance für uns, 40. Raphael läuft sich rechts frei und flankt zu Stocker, doch Weidenfeller kommt raus und pflückt den hohen Ball sicher herunter. Ja, da war das erste Wunder für uns, aber leider nicht. Vom Erfolg gekrönt, aufgepasst, wenige Minuten noch zu spielen, 2 Minuten Nachspielzeit. Und das war's erstmal. Also, wir liegen 1-0 zurück im Signal Iduna Park gegen extrem starke Dortmunder, muss man so sagen. Da ist es kein Wunder, dass die auf Rang 1 stehen. Wir motivieren mal alle Jungs. Stocker hier vielleicht noch einen Borsuk motivieren, vor allem, dass er nochmal ein bisschen was packt. Jawohl, höchst motiviert oder hoch motiviert. Geht rein in die zweite Halbzeit. Sehr schön, wir können mal reingucken, wenn ihr noch wechseln wollt. Vielleicht einen Ebert raus und einen Esswein rein. Machen wir gleich mal. Esswein war ja verletzt, aber hat trotzdem noch die bessere Form. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Und wir lassen natürlich wieder, ups, unsere Jungs warm laufen, ganz klar. Und ich bin ganz gespannt, wie die anderen Begegnungen ausgegangen sind. Würde am liebsten die Konferenz reinhauen. Aufgepasst, Dortmund, gute Chance, 46. Glanzparade Kraft. Wieder so ein schneller Angriff kurz nach Anpfiff von den Dortmundern. Da müssen wir aufpassen. Konzentration. Nee, aber ich bin wirklich gespannt, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Wie die Leverkusener gegen Bremen spielen. Wie die Bayern gegen Gladbach spielen und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt nicht die Konferenz reinhauen. Ich möchte spannend halten. 49. Minute. Gute Chance für die Hertha. Macht's rein. Tor! Ja, gibt's denn das? Ausgleich. Valentin Stocker. 49. Minute mit seinem 4. Treffer in der diesjährigen Bundesliga-Saison. Und das Tor kam mir mal sowas von aus dem Nichts. Mike Franz leitet im Mittelfeld den Ball weiter auf rechts zu Alex Esswein, der an den zweiten Pfosten flankt, wo Valentin Stocker aus kurzer Distanz den Ball per Kopf im Netz versenken kann. Ja, gibt's denn das? Ja, gibt's denn das? Wir gehen rein, Statistik. Mit 33% Ballbesitz und 2 Mini-Chancen holen wir uns hier vielleicht den Punkt? Fragezeichen. Das ist das große Fragezeichen. Der Schiedsrichter ist genervt. Also wir dürfen nicht mehr viele Sprüche klopfen, nicht mehr viel reinrufen. Aufgepasst, Dortmund, 60. Minute. Eieiei. Ein unglücklicher Abseitspfiff gegen André Voronin. Nach solchen Entscheidungen wird sich der Schiedsrichter gespannt vermutlich nach dem Spiel mal wieder in die Kabine einschließen und erst dann rauskommen, wenn die Reporter abgezogen sind. Sehr schön, okay. Nochmal Glück für uns. 66 Minuten sind rum. Die nächste Chance für Dortmund. Aufgepasst, gute Chance Dortmund. Schussmöglichkeit für André Voronin. Mann, jetzt wollen wir nochmal wechseln. Nur wie? Das ist die Frage. Raphael spielt nicht gut. Dann würde ich sagen, ein Lustenberger rein. Und wir stabilisieren nochmal die Defensive. Stellen Lustenberger ins zentrale Mittelfeld. So. Tief haben wir alles, ne? Spielmacher keinen Abstöße variabel. So, wir spielen geduldig, ganz klar. Mehr als einen Punkt will ich doch gar nicht. Also will ich schon. Würde ich gern mitnehmen, aber das reicht mir vollkommen. Jetzt überhaupt nichts mehr riskieren. Raphael raus, Lustenberger rein. 68. Minute, 20 Minuten noch zu spielen. Und das wäre eine mega geile Sache, wenn wir hier in Dortmund einen Punkt holen. Das wäre bombastisch. Auch aufs Spiel Bayern München hingesehen. Wenn wir da mit einem Punkt aus Dortmund hinfahren, hätte man natürlich das nötige Selbstvertrauen und die nötige Form und Stärke, um dort vielleicht auch was zu reißen. Beziehungsweise die Bayern kommen ja zu uns ins Olympiastadion. Und dann hoffen wir mal, dass wir da was reißen können. Zumindest auch ein Unentschieden holen. Das wäre richtig genial. Aber noch haben wir hier das Unentschieden nicht geholt. Denn es sind noch 15 Minuten zu spielen. Und Dortmund will hier natürlich den Sieg, um sich weiter oben festzusetzen. Nächste Chance für die Hertha. Was ist jetzt los? Aufgepasst! Lustenberger ist durch und jagt den Ball hinterher. Aber Ramos nimmt sich die Kugel, stand leider im Abseits. Dumme Aktion des Stürmers. Und Schlappen tobt an der Seitenlinie. Nee, ich tob nicht. Ich bin aufgeregt. Ich möchte hier das Unentschieden behalten. 10 Minuten noch zu spielen. So, wir gehen rein. Nächster Wechsel, der letzte. Jensen für Ramos. So, bekommt auch nochmal seine Einsatzminuten. Vorne ist es ja egal. Wir müssen ja nur hinten sicher stehen. Oder vielleicht kann uns ja noch
ein Jönsen erlösen mit dem sowas von unverdienten Siegtreffer. Jetzt aufgepasst, Barrios in der Partie für Andrei Voronin. Und Barrios, da müssen wir nochmal gut aufpassen. Da müssen wir nochmal richtig gut aufpassen. Wir gehen nochmal rein. Wie schaut's mit dem Schiri aus? Keine Probleme, sehr gut. Dann können wir jetzt gleich hinten dicht sagen. Hinten dicht. Heieieiei. 8 Minuten noch zu spielen, plus Nachspielzeit. Hat Dortmund nochmal die Chance? Ja, 88. aufgepasst. Mann. Es gibt nochmal Eckball. Was ist das für eine Zitterpartie hier? Letzte Chance, Fragezeichen für Dortmund. Die Ecke kommt. Gute Chance für Dortmund. Und der Ball ist weg. Franz kann per Flugkopfball klären. Ja, viel dramatischer geht's ja nicht mehr. Geht hier nochmal was für Dortmund? Hoffentlich nicht. 2 Minuten Nachspielzeit. Bringt das Ding über die Zeit. Jawohl, und wir haben einen sowas von unverdienten Punkt aus Dortmund mitgenommen hier. Sehr schön, neuer Punkt, nächster Punkt für unsere Statistik. Sehr, sehr geil, oh Mann. Okay.